Wintersport im Gemeinde-TV-Gebiet. Da gibt es jetzt dank dem Neuschnee natürlich ganz viele Möglichkeiten. Im Thema der Woche gebe ich euch einen kleinen Überblick. Und wir starten mit einer Trendsportart, die immer beliebter wird bei uns in der Region und nur was für ganz, ganz harte Socken ist, so wie für die Annemarie, die Claudia und die Bettina aus Axbachdorf. Ihr geht Eisbaden. Annemarie, was genau versteht man darunter? Eisbaden bedeutet, dass man unter 5 Grad ins Wasser geht. Und alles, was darüber ist, ist dann Winterbaden. Unterscheiden muss man dann noch zwischen Eisbaden und Eisschwimmen. Und das ist wieder eine ganz andere Liga. Aber ihr geht's nur baden, ihr schwimmt's wir nicht? Wir gehen baden, ja. Und zu Hause bei dir im Teich, stimmt das? Ja, wir haben zu Hause einen Schwimmteich und da gehe ich wirklich das ganze Jahr über morgens nach dem Frühstück in den Teich hinein. Egal bei Wind, Regen, Stürmen. Das ist ein Ritual für mich. Wie viel Grad hat es dort aktuell? Das Wasser hat ca. 4 Grad. Wahnsinn, Annemarie, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Anders die zwei Mädels, ihr geht's tatsächlich da hinter uns in die Donau hinein. Wie viel Grad hat es da heute? Heute 3,5 Grad. 3,5 Grad, wie oft macht sie das? Je nach Zeit 3 bis 4 Mal in der Woche, so ungefähr, ja. Bettina, muss man da auf irgendwas achten? Also wenn ich das jetzt noch nie gemacht habe, einfach reinspringen, könnte ich mir vorstellen, kriege ich den totalen Herzkasperl. Gibt es da irgendwelche Regeln, die ich befolgen muss oder wie war das bei euch? Also ich kann nur sagen, wie es bei uns war. Wir sind leidenschaftliche Donauschwimmerinnen im Sommer und wir haben gesagt, es wäre toll, wenn wir im Herbst noch schaffen und dann war es November und Dezember und dann haben wir das ganze Jahr geschafft. Wahnsinn. Und warum macht sie das? Also man stellt sich schon die Frage, warum? Weil es ein gutes Körpergefühl gibt, es werden Glückshormone ausgeschüttet und es tut einfach gut. Und ich sehe es für mich auch jetzt eigentlich nicht als Sport, sondern ich fühle mich einfach wohl dabei. Und ich mache jetzt auch keine Challenge draus, wie lang, sondern ich horche auf meinen Körper und auf mich und so lange bin ich im Wasser, wie es mir gut tut. Wie ist das bei dir, Bettina? Bei mir ist es so, es gibt mir so eine innere Kraft und es stärkt mein Selbstbewusstsein. Ja, okay, Wahnsinn. Also ihr seid wirklich, wirklich harte, taffe Mädels, vollen Respekt von mir. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Ich bleib diesen Winter lieber in meinem warmen Skianzug. Ganz ohne viel Aufwand, Geld oder Equipment geht Eislaufen natürlich immer. Und da gibt's folgende Platzerl bei uns in der Region. Outdoor zum Beispiel der Kunsteislaufplatz Leonhofen. Auf knapp 1000 Quadratmetern fährt man hier unter freiem Himmel. Dazu Musik im Hintergrund, Schlittschuhhilfen für Anfänger gibt's und natürlich ein Buffet zum Stärken. Ähnlich ist der Kunsteislaufplatz in Melk. Zusätzlich gibt es hier aber eine wöchentliche Eisdisco und Eislaufkurse. Indoor geht Eislaufen zum Beispiel in Weidhofen an der Ips. Auch hier gibt es Angebote wie Schlittschuhhilfen, samstags Eisdisco und ein Buffet. Zudem aber auch spezielle Lichteffekte und eine riesen Videowall in der Halle. Die wohl größte Eisfläche in der Gegend gibt es in Amstetten, ebenfalls Indoor. Bis zu 500 Menschen können hier gleichzeitig Eislaufen, ohne Platzangst bekommen zu müssen. Hier finden im Winter auch immer wieder verschiedene Events statt. Auch Schneeschuhwandern bedarf wenig Ausrüstung oder auch Erfahrung. Besonders beliebt ist da zum Beispiel die Winninger Route auf der Forsteralm. Mein Kollege Benjamin hat die sich letztes Jahr vom Michael vom Intersport Winninger zeigen lassen. Neben Sonnenbrille und Handschuhen rät Michael außerdem, einen kleinen Rucksack mitzunehmen. Durch das, dass wir nur eine kleine Route gehen, bis zu 400 Höhenmeter, hätte ich jetzt einmal einen kleinen Rucksack mitgenommen. Wichtig auch eine sehr elastische Hose, die was wirklich sehr, sehr bequem und komfortabel ist, die dich nicht einschränkt in der Bewegung. Ja, und auch im Zuge dessen dann nur optimales Gewand, das was wir noch ausziehen könnten. Und dann werden auch schon die Schneeschuhe angezogen. Wichtig ist hier die richtige Größe und ein perfekter Halt. Dazu am besten direkt vom Profi im Geschäft beraten und einmal vorzeigen lassen. Michael hat aber noch einen coolen Tipp für höhere Lagen. Wenn es dann ein bisschen steiler wird, kannst du hier diesen Aufstieg genauso aktivieren. Wenn du jetzt draufsteigst, siehst du, dass du im Aufstiegsmodus einfach ein bisschen eine Kontrolle hast. Das kann ich dann wieder so nach hinten fallen lassen und schließen.
Zudem ist Schneeschuhwandern gut für die Gelenke, die Venen und den Rücken und man verbraucht dabei auch noch sehr viele Kalorien. Rodeln gehört auch zu den beliebtesten Wintersportarten bei uns in der Region. Und besonders beliebt ist hier die Ziegenalm in Göstling an der Ybbs. Fürs Navi Göstling 37, ehemals Vogelau oder Kirchau. Direkt beim Parkplatz darf man sich eine Rodel schnappen und ausborgen. Dann geht's knapp 500 Meter damit den Berg rauf und von dort einen guten Kilometer runter zum Ausgangspunkt. Auch eine Hütte für das leibliche Wohl ist dabei. Zum Skifahren haben wir in der Region auch mehrere Möglichkeiten. Lackenhof am Ötscher, das Hochkar, der Maiszinken in Lunz am See, die Forsteralm in Waidhofen an der Ybbs, die Königsberglifte in Hollenstein an der Ybbs und den Jauerling. Alle aktuell beste Schneelagen und perfekt zum Skifahren, Snowboarden oder auch zum Skitouren gehen. Langlaufen geht gut in Göstling an der Ybbs, Mitterbach am Erlaufsee, Lackenhof und überall, wo viel Schnee liegt. Was zum Beispiel nicht geht oder nicht mehr geht bei uns in der Region, ist Eisklettern. Vor über 10 Jahren war das noch ganz populär und sehr beliebt bei uns, vor allem in der Ötscher Region. Aber aufgrund der Klimakrise ist das natürlich nicht mehr möglich, weil wir kein so dickes Eis mehr haben. Alle anderen Wintersportarten bei uns in der Region sind natürlich schon möglich und da haben wir wirklich mehr als genug. Ich für meinen Teil bleibe für heute beim Schneeschuhwandern und da drehe ich jetzt noch eine Runde im Bezirk Melk.